habe neulich über das Thema Angst nachgedacht, weil es etwas ist, wo Menschen unter Bedrängnis sich immer wieder mal an uns wenden, um Gebet bitten, dass wir in der Fürbitte an ihrer Seite stehen. Angst. Eine eigentümliche, böse Macht, die so überwältigend ist, so bedrohlich ist. Wirklich teuflisch. Eine echte, böse Macht. Natürlich gibt es eine gesunde Furcht, einen gesunden Respekt, eine gesunde Zurückhaltung. Aber du weißt, was ich meine, wenn ich von Angst spreche. Diese unbegründete Angst, die nach dir greift, wenn du allein bist, wenn du abends im Bett bist. Angst über das, was kommt, Angst vor dem Tod, Angst vor Krankheit, Angst vor irgendwas. In der Regel irrational. Eine teuflische Attacke. Und als ich darüber nachdachte und in der Bibel gelesen habe, stellte ich fest, dass es mehrere Bibelstellen gibt, die die Liebe Gottes mit diesem Thema Angst in Verbindung bringen. Da heißt es, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Und dann kommt die Aufzählung, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Und dann geht es weiter in Römer 8, du kennst das, wo es hinterher heißt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Angst und Liebe. Die Angst will uns von der Liebe Christi trennen. Das sollte nicht möglich sein. So heißt es, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Auch hier der Geist der Liebe, der im Gegensatz zum Geist der Furcht gesetzt ist. Ich habe darüber nachgedacht, was bedeutet das? Der Geist der Liebe, der Heilige Geist, er ist der Geist, der gegen diese dämonische Attacke von Furcht, von Angst, von dieser Bedrängnis angeht. Wir müssen mit dem Heiligen Geist gefüllt sein, mit seiner Liebe, seiner Besonnenheit, seiner Kraft. Das wird die Angst im Grunde genommen zurückdrängen. Oder so heißt es hier in 1. Johannes, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Für mich bedeutet das, dass das zwei Gegensätze sind. Liebe ist von Gott. Gott ist die Liebe. Wenn Furcht nicht in der Liebe ist, dann ist diese Furcht, diese bedrängende Angst, nichts, was von Gott ist. Und deshalb müssen wir es zurückweisen. Und ich glaube, die richtige Lösung ist, dass wir sagen, Heiliger Geist, durchdringe mich immer mehr und hilf mir, diese Angst aus meinem Leben rauszubekommen. Ich glaube, dass es gut ist, wenn du diese Bibelverse nimmst und über deinem Leben immer wieder aussprichst, wie eine Waffe gegen diese Macht der Angst gebrauchst. Und ich glaube, dass du frei werden kannst von Angst, von dieser dämonischen Attacke und hineinkommst in ein Leben, in dieser Liebe, in dieser Freude, die der Herr für dich hat. Ich glaube, Gott